Eine Sache ist, ich kann ganz schlecht mit Langeweile umgehen. Also ich will einfach immer irgendwie was machen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Credo Talk hier in unseren goldenen Hallen. Heute darf ich Cedric Solms bei uns begrüßen. Freue mich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Cedric ist 25 Jahre alt und ist TikTok-Influencer mit 2,1 Millionen Abonnenten. Du hast eine Recycling-Firma gegründet in Armenien. Du hast eine Social-Media-Agentur gegründet. Und machst du eine Ausbildung irgendwie noch? Studium BWL, ganz klassisch. Also. Okay, und das alles mit 25 schon. Ja. Das finde ich beeindruckend. Die erste Frage, was mich daran interessiert, ist, was treibt dich an? Oder warum hast du schon so viel aufgerissen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist irgendwie so eine Sache vom Machen einfach. Also zum Beispiel in Armenien. Also ich bin nach Armenien gekommen, da war ich 16 oder 17 gerade. Und wir sind immer wandern gegangen, wunderschönes Land Armenien. Und dann lag überall Müll rum. Und dann war das so für mich, okay, jetzt ist irgendwas vor mir, es liegt was vor mir, eine Aufgabe, ein Problem, was ich sehe. Da könnte man doch was machen, woanders funktioniert es auch. Und dann habe ich versucht, das zu machen. Und dann hat sich was daraus entwickelt. Genauso bei TikTok, genauso bei der Social Media Agentur. Jetzt baue ich gerade noch ein Education Technology Startup mit einer Freundin in Litauen auf. Irgendwie die Sachen kommen und dann entwickelt sich's oder es entwickelt sich nicht. Also es gibt viele Dinge auch, die ich angefangen habe und dann nichts draus wurde oder wo ich nicht weitergemacht habe. So. Okay, es ist so ein organisches Wachstum. Ja, irgendwie, also ich versuche sehr offen durch die Welt zu gehen und zu schauen, wo vielleicht Sachen auf mich zukommen, die ich mit meinen Fähigkeiten irgendwie verbessern kann oder was ich machen kann, und das dann anzunehmen und zu versuchen. Ist es sowas wie Idealismus oder Pflichtbewusstsein oder einfach nur, ich habe Bock, was zu machen? Also, es ist auch eine gute Frage. Also, ich glaube, eine Sache ist, ich kann ganz schlecht mit Langeweile umgehen. Also, ich will einfach immer irgendwie was machen, so. Das ist was. Natürlich ist es auch so, man merkt irgendwie, man hat, also gerade in Armenien in der Zeit, habe ich gemerkt, okay, wie gut es einem eigentlich geht, so in Deutschland allein schon und was man für Möglichkeiten hat. Ich denke, da kommt dann auch so ein bisschen so ein Pflichtbewusstsein auf, wo man denkt, okay, ich habe diese Privilegien irgendwie oder ich habe diese Fähigkeiten, kann was machen, dann sollte ich vielleicht auch was damit machen und irgendwie das nutzen. Spielt der Glaube dabei für dich eine Rolle? Also der Glaube an Gott, meine ich. Auf jeden Fall, also ich würde sagen, das ist so, also was ich meine mit so offen durch die Welt gehen, ist dann offen, um quasi meinen Weg zu finden, den Gott für mich irgendwie so vorgesehen hat. Und ich glaube, es ist schwierig, weil oft hat man auch so seine eigenen Vorstellungen, das merke ich bei mir auch, und denke, okay, ich muss es jetzt so machen und ich muss es jetzt so weitermachen. Und da versuche ich dann immer ein bisschen wieder zurückzutreten und zu überlegen, okay, was will Gott, dass ich jetzt tue irgendwie. Also vielleicht diese Grundmotivation oder mein Ziel ist es, den Weg zu gehen, den Gott für mich ersonnen hat. So. Dabei scheint es irgendwie sowas wie einen grünen Daumen zu haben. Wegen den Umweltprojekten oder Nee, was? überhaupt. Also Sachen, Das die ist irgendwie. irgendwie halt gelingen. Gut, natürlich gelingt wahrscheinlich nie immer alles, aber. Ja, genau. Also, man sieht natürlich die Sachen, die gut funktionieren, und am Ende ist das auch was dann irgendwie hervorsteht. Aber es sind auch viele Sachen, die dann weniger gut funktionieren. Wir haben zum Beispiel eine Fernsehshow jetzt letztes Jahr angefangen und haben einen Pilot gedreht dafür, ganz cool mit so Bauen, also Sachen bauen, weil ich das ganz cool finde. Und daraus ist noch nichts geworden. Also vielleicht kommt noch was, aber es sieht nicht so gut aus. Aber das sind halt die Sachen, die dann vielleicht nicht so offensichtlich sind. Aber ich denke, wenn man immer wieder versucht und einfach was macht und in der Hoffnung, dass das Richtige ist oder und dann wird es was oder es wird nichts. Und wenn es nichts wird, dann sollte es halt nicht sein. Das heißt, du hast auch die innere oder äußere Freiheit zu experimentieren. Ja, also ich versuche es mir immer wieder zu schaffen. Also gerade die innere Freiheit ist eine schwierige Sache, weil man ja doch dann immer alle möglichen Ängste hat
und auch nicht immer ganz frei machen kann, was man will, auch finanziell irgendwie gebunden ist und da auch nicht alles machen kann. Ja, klar. Und keine Ahnung, da denke ich immer dieses Sprichwort, oder nicht Sprichwort, sondern aus der Bibel, seid wie die Vögel, so sie ernten, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie lagern nicht. Und trotzdem kümmert sich Gott um sie jeden Tag. So, ja. Ich habe kürzlich bei einem großen Versandhandel zwei Bücher parallel nebeneinander auf dem Bildschirm gehabt. Und das erste davon war Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden von Rüdiger Maas. Und das Buch direkt daneben war Deins, Junge, das musst du wissen. Wann hast du den Titel geschrieben? Das war 2021. Was müssen denn Jungs wissen, was sie noch nicht wissen? Also dieses Buch ist so irgendwie, ja, ist eine ganz lustige Geschichte, wie es so entstanden ist. Also über Management mit einem Verlag halt, der da irgendwie auf mich zukam und sagt, ja, willst du nicht ein Buch für Jungs schreiben? Und dann habe ich erstmal überlegt, ja, ein Buch schreiben. Also vielleicht irgendwann mal, wenn ich älter bin, dachte ich, wenn ich wirklich was zu erzählen habe, so, dann kann ich mir das vorstellen. Aber irgendwie war das dann doch eine coole Sache und ich dachte, okay, mach ich das halt. Ist ein Jungs für Jungs ab 12. Und dann habe ich mich einfach versucht, wieder daran zu erinnern, wie das so war, als man so 12 war. Und was es da gewesen wäre, was ich gerne gewusst hätte oder wo ich gerne Unterstützung hätte oder ja, was ich halt gerne lesen würde in dem Alter. Ich war kein großer Leser damals, also gar nicht. Wenn das Paket so, wenn man schon gesehen hat, das Buch war das Geschenk, dann war ich schon, danke. Mittlerweile lese ich gerne, aber damals gar nicht. Und deswegen ist es auch das Buch so gemacht, dass es einfach was ist, was man wie so ein Handbuch lesen kann. Also praktische Tipps für die Schule, aber auch solche Sachen, so Glaubenssachen leicht. Aber auch so Spaßsachen, Rätsel, Witze und sowas, einfach um das so ein bisschen zu verbinden. Warum nicht Mädchen? Ja, die Frage war auch groß, so, it's 2021. Genau. Ja, also ehrlich gesagt, ich glaube, das Buch können auch Mädchen lesen an sich, aber ich denke schon, dass es da noch so Unterschiede gibt, einfach von den Interessen. Ich habe zum Beispiel ein Kapitel über Gentleman sein, so, weil ich denke, das ist so eine Sache, die heutzutage, viele sagen so, nee, das gibt es nicht mehr und wir machen da nichts mehr, aber ich denke, dass es schon noch so ein paar Sachen gibt, wo sich Jungs und Mädchen stark unterscheiden und wo auch Jungs andere Verantwortungen haben wie Mädchen und andersrum. So, und deswegen für Jungs. Und ja, ich glaube, das wird auch immer wichtiger. Man sieht es schon an den Zahlen so in den Universitäten. Also viel weniger Jungs gehen an Universitäten. Jungs sind viel schlechter in der Schule, viel mehr Männer sind in Gefängnissen und sowas. Also ich glaube, da wird in Zukunft noch mehr gebraucht werden, auch so, um Jungs noch ein bisschen zu unterstützen und zu sagen, okay, ihr könnt so sein, wie ihr seid, so ungefähr. Ja. Du hast diese Bildungsgeschichte mit einer Bekannten in Litauen, hast du gesagt. Ist es auch für dich ein besonderes Anliegen, dass Leute irgendwie in ihr Potenzial kommen? Ja, also gerade mit dieser also wir machen ein Educational Technology Startup, was personalisiertes Lernen quasi ermöglicht, weil ich glaube, viele Leute leiden darunter, dass gerade so in der Schule alles über einen Kamm geschert wird. Also jeder macht alles im selben Tempo wie jeder andere. Und ich persönlich habe darunter einigermaßen stark gelitten, so, weil viele Sachen dann hinten runterfallen und man viele Sachen machen muss, die eigentlich einem keine Freude machen. Und wo man dann auch lange im Glauben bleibt, dass man gar nicht so, also dass man schlecht ist einfach in vielen Dingen und dann so irgendwie die Motivation verliert für andere Sachen. Und ich glaube, wenn man da noch personalisierter auf die Stärken und auch die Interessen der Leute eingeht und auch bei Jungs zum Beispiel, also nicht die ganze Zeit da sitzen, weil es einfach schwieriger ist für Jungs, in dem Alter vor allem, dann kann man da sehr viel Potenzial rausholen und ich glaube, da würde sich auch viel ändern. Würdest du sagen, du bist eher Pessimist oder Optimist? Für die Zukunft? Oh, gute Frage. Also ich bin grundsätzlich optimistisch, weil ich denke, es kommt so, wie es kommen soll irgendwie. Was das aber bedeutet, so was gut bedeutet und gute Zukunft, das ist eine andere Sache. Ja. Also ich meine, auch aus dem Christlichen heraus wartet man ja immer noch auf die Wiederkunft des Herrn. So. Und das ist ja die Apokalypse. Also aber kann die Apokalypse gut sehen oder schlecht. Ne? Also, Könnte für die einen gut sein, für die anderen nicht so gut. Eine zweite Frage in diese Richtung, wenn du in die Gegenwart schaust, ich denke jetzt an kirchliche Belange, würdest du sagen, siehst du eher Krisen oder Chancen? Krisen bringen immer Chancen, so politisch ausgedrückt.
Ja, ich glaube, also ich bin im Moment ja in Berlin zum Beispiel. Und in Berlin merkt man schon, also zum Beispiel bin ich oft in der St. Clemens-Gemeinde bei den Vinzentinern. Und da merkt man schon, die noch den Glauben rüberbringen. Und wo es so wirklich um den Glauben und das Herz vom Glauben geht und nicht so viel um vielleicht dieses, ob jetzt Frauenpriester werden dürfen oder was auch immer, sondern wo es wirklich so um die Liebe geht irgendwie. Und das kommt gut an in Berlin. Und die Kirche ist immer voll und da gibt es noch zwei, drei andere Gemeinden in Berlin. Und ich glaube gerade, und ich bin ja in Leipzig aufgewachsen, da ist die Kirche auch eher weniger gut besucht und da versucht man es eher so auf eine politische Schiene. Und das funktioniert nicht so gut. Also da sind die Zahlen eher fallend. Ich glaube, wenn man sich wieder so ein bisschen drauf besinnt, auf was Glauben ausmacht, so auf Gott besinnt, auf Jesus besinnt, dann sehe ich eine positive Zukunft. Ich mache mal hier einen Punkt. Ich danke dir vielmals fürs Kommen. Gerne, ja, danke. Danke für deine Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal und vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Bis dann.